endlich einmal eine gute Nachricht. Der Arzt Heinrich Habig, der zu fast 3 Jahren Gefängnis verurteilt wurde wegen Impfattesten, kommt in Kürze frei. Als Journalist soll man ja immer neutral sein, aber in dem Fall als Mensch freut mich das einfach riesig. Und ich spreche heute mit seinem Anwalt Wilfried Schmitz. Herr Schmitz, hallo, guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Reitschuster. Vielen Dank für die Einladung. Nichts zu danken. Und wenn Sie jetzt genauso neugierig sind wie ich, weil er hat mir vorher noch nichts verraten. Ich weiß jetzt nur, dass er freikommt, aber noch nicht die Details. Dann bleiben Sie dran. Gleich geht's los. Ja, und leider kann Herr Schmitz das hier nicht erzählen auf YouTube, was da alles passiert ist, weil er auch ziemlich heftige Kritik übt an einem medizinischen Eingriff. Sie wissen alle, was gemeint ist, den man hier auch besser nicht erwähnen sollte. Und darum an Sie alle die Bitte, das auf Rumble anzusehen. Rumble macht auch nicht diese Manipulationen wie das Netzwerk hier. Da sind die Reichweiten dann sehr viel höher, bis zu 6 Millionen Aufrufe bei einzelnen Videos. Also unten ist der Link zu Rumble. Und vielleicht noch ein paar Worte, die hier nicht zur Sperrung führen, Herr Schmitz. Also es ist tatsächlich so, Herr Habig kommt am Donnerstag frei, wenn nicht alle Stricke reißen. Ja, Sie haben das sozusagen geschafft oder wesentlich dazu beigetragen. Steht das letzte Urteil Gott zu, aber nach menschlichem Ermessen glaube ich, ne, behaupten zu dürfen, dass ich einen Beitrag dazu geleistet habe, dass Heinrich Habig jetzt am Donnerstag freikommt. Aber alles das wäre nicht möglich gewesen ohne die massive Unterstützung durch den Unterstützerkreis von dem Heinrich in Bochum, durch die kritischen Medien, die über diesen Fall berichtet haben. Und ohne die Demonstrationsszene auch, ne, in Bochum, Recklinghausen, die haben die Menschen quasi aufgeweckt und gesagt, ja, stimmt was nicht. Und dafür auch an dieser Stelle nochmal der herzliche Dank an alle, auch an die vielen Briefeschreiber, ja, die ihm auch ganz tolle Nachrichten in JVA geschickt haben, dass sie ihm, dem Heinrich, so viel Kraft gegeben haben durch ihre Unterstützung. Also ohne das alles wäre das nicht möglich gewesen, definitiv. Ja, und es ist für mich eine große Freude, dass man endlich mal positive Nachrichten verbreiten kann, weil wir haben so viele negative, das ist wirklich sehr schwierig, auch für euch als Zuschauer, als Leser. Umso schöner ist das Ganze. Und wie gesagt, eine wirklich ganz, ganz spannende und interessante und auch positive Geschichte und einfach diesen kleinen Klick für euch und ein großer Klick für die Meinungsfreiheit und gegen die Manipulationen. Unten der Link zu Rumble und zu YouTube. Vielen Dank, Herr Schmitz. Alles Gute. Gerne. Danke für die Einladung. Alles Gute auch Ihnen. Ja. Und alles Gute euch, wieder reinschauen, Klicks da lassen, abonnieren, einen Kommentar für die Algorithmen und unterstützen. Alles Gute, danke, ciao. Ciao. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein neues Buch ist raus, endlich mit Aktien Geld verdienen. Ich bin Max Otte, seit 40 Jahren an der Börse, manage 6 Fonds und habe hier mein gesammeltes Börsenwissen niedergelegt. Auf der Webseite zum Buch www.endlich-mit-aktien-geld-verdienen.de, also endlich mit aktiengeldverdienen.de, gibt es viel Zusatzmaterial, wenn Sie sich registrieren. Da können Sie dann auch viele Beispiele durcharbeiten. Schauen Sie rein, freuen Sie sich aufs Buch. Ich freue mich auf Sie. Musik